Auf der Atrakama-Insel wurde eine Art Kirmes aufgebaut. Aber dafür sind wir gar nicht hier. Wir sind hier, um Prinzessin Peach ausfindig zu machen. Sie ist nämlich dort rechts an dem Brunnenplatz gelangt, wurde zumindest gesagt. Und wir finden heraus, wie wir da jetzt hinlangkommen. Wir können hier mit Luigi den Knopf betätigen, dann dreht sich alles. Ich muss kurz schauen, wir können unten links da jetzt wieder zurück in die Mitte. Das war vermutlich richtig. Okay, alles andere funktioniert glaube ich nicht. Ich sehe diese unsichtbaren Blöcke unten in der Mitte, ne? Die nerven mich. Ich drehe nochmal ein wenig. Ich möchte schauen, ob wir dadurch weiterkämen. Oh, was? Ich muss nochmal oben schauen. Ob sich irgendwann oben was öffnet. Okay, nein, es ist immer gleich. Ich kann es immer nur einmal verschieben. Okay, nee. Dann hat sich das geregelt. Luigi, komm her. Wir gehen hier entlang. Ne? Ja. Dann sind wir wieder direkt am Anfang. Vielleicht hat sich ja jetzt was anderes getan, jetzt wo wir da hinten mal eben waren. Luigi, chill mal kurz dort. Ich kletter ein wenig hoch. Das reicht. Sehr schön genug. Ah, links habe ich den roten Umkreis gedreht. Hier drehe ich aber diesen blau-lilanen oder was auch immer Umkreis, wo wir gerade sind. Nee, nochmal. Wir haben's. Nach oben rechts kommen wir jetzt. Da wollen wir doch lang, glaube ich. Wollen wir da lang? Ich bin gerade überlegen. Aber ich denke schon. Ja, Mist, da oben habe ich jetzt zwei Blöcke übersehen. Komm, lass die erstmal liegen. Hol ich die später. Luigi, komm her. Nee, nicht da lang. Hier lang. Genau. Nein, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Das ist eine Lüge. Yes. Obwohl, eigentlich sollte ich auf jeden Fall nochmal kämpfen. Weil ich ja fast beim Level-Up bin. Das würde sich lohnen. Na komm, dann kämpfen wir nochmal. Und hoffentlich finden wir gleich Prinzessin Peach. Wir haben tatsächlich letzte Folge schon gedacht, wir hätten sie gefunden. Aber nein, es war tatsächlich Birdo. Was ein Troll. Aber hey. Interessant, dass Birdo auch ein kleines Cameo hier bekommt. So als kleiner Troll. Boah. Nein, der Schacker ist kaputt. Der muss erstmal aufladen. Heißt das, wir müssen jetzt was anderes einstecken? Oder wie ist das? Lädt auf. Bin mir noch nicht genau so ganz sicher, wie das jetzt gemeint ist, wie das jetzt funktioniert. Damn. Aber ich werde es noch herausfinden. Wieder der Blödsinn. Ah, der dreht sich entweder im Uhrzeigersinn, dann schmeißt auf Mario, oder gegen Uhrzeigersinn, dann auf Luigi. Zumindest war es gerade der Fall. Ich glaube, so ist es immer. Achte beim nächsten Mal nochmal drauf. Vielleicht macht er ja gleich nochmal den Angriff. Aber besiegen werde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht. Also beide auf jeden Fall nicht. Der auf jeden Fall. Nein! What? Oh, jetzt ist er gegen Uhrzeigersinn. Jetzt ist er wieder gegen Uhrzeigersinn. Ja, so ist es. Jetzt im. Oh, ich dachte, ich will rausspringen. Okay. Ich muss das Springen jetzt natürlich auch teilen. Auch wenn ich weiß, wen er angreift. Macht das nicht unbedingt einfacher. Ja, komm, mach ihn schnell fertig hier. Komm, zack, das reicht. Macht ja schon gut damit. Damage, genau. Damage! Und. Ich weiß nicht, ist Hammer besser? Kung besser? Ich weiß, das hängt davon ab, wie seine Ausrüstungen sind. Aber bei mir weiß ich es halt leider gerade nicht. Wie meine Ausrüstung dann aussieht. Eigentlich gut für beide. Eigentlich ja. Ich hab's gut gemacht. Aber zumindest einen tollen Treffer erzielt. Das genügt. Eine Schraube aus Atrakama. Die brauche ich jetzt auch noch. Und was wir auch noch dringend gebraucht haben, ist dieses Level Up. Oh yeah. Ah, Mist, doch kein Bumerang. Aber beim nächsten Mal haben wir ihn dann. Nächstes Mal dann, ganz bestimmt. Ganz sicher. Alright. Und hier sind wir. Soweit ich weiß. Nein? Ja? Hallo? Glückwunsch! Das war supi! Labyrinth geschafft! Gute Arbeit! Yeah!
Puh, endlich durch. Das hat ja ewig gedauert. Jetzt müssen wir noch Prinzessin Peach finden. Sie muss hier irgendwo sein. Hoffen wir's. Nicht, dass sie schon wieder abgehauen ist. Wer weiß. Es könnte gefühlt überall jetzt sein. Hallo. Ihr habt es tatsächlich das Labyrinth bisher geschafft. Ich bin echt neidisch. Meine beste Freundin ist gerade genau auf der anderen Seite. Ich will wieder mit dir spielen. Gerade eben ist meine Besucherin in einem schicken rosa Kleid an mir vorbeispaziert. Sowas sieht man bei uns auf der Insel nur selten, das sage ich euch. Ach, bevor ich es vergesse, hütet euch vor den Vögeln hier, die entführen gern Leute. Vielleicht hätte die junge Dame anstatt rosa lieber etwas in Tarnfarben tragen sollen. Ja, in Tarnfarben, Peach. Ja, vielleicht in Showtime, wer weiß. Aha, wir haben Besuch. Willkommen auf dem Springbrunnenplatz. Der Dr. Wolzen, unser Genie vom Dienst, hat hier ihre Werkstatt. Außerdem ist es von hier nicht allzu weit bis zum Leuchtturm dieser Insel. Wieso spannt ihr nicht ein wenig aus und genießt das Plätschern des Wassers? Aha, wir sind also noch nicht durch eigentlich. Weil wir können ja noch hier hoch. Oder müssen wir noch hoch, ganz dringend. Hoppi, hoppi! Lady, Lady, einmal noch! Lady? Meine Enkelin will schon wieder mit mir ins Labyrinth. Sie ist so lieb, aber in meinem Alter. Das ist doch zu gefährlich. Für euch. Bleib lieber hier. Dr. Wolzen war federführend bei der Entwicklung des Labyrinths von der Trakammer. Sie redet nicht viel, aber jeder weiß, dass sie ein Herz aus Gold hat. Für jedes Problem, mit dem man an sie herantritt, findet sie nur eine Lösung. Das sind gut. Eine Sehenswürdigkeit dieses Platzes ist die Werkstatt von Dr. Wolzen, dem Mega-Genie. Sie hat eigenhändig unser Labyrinth erfunden und muss also wirklich sehr, sehr intelligent sein. Sie soll aber eine Erzrivalin haben, weshalb ich gar nicht mal so neidisch auf ihr Superhirn bin. Nein, stopp! Die schon wieder. Weg mit euch, Kusch! Wie die sich umdrehen. Nein, ihr Habitat, ihr greift jetzt uns an. Wie der uns angeschaut hat, der NPC. Was tut ihr denn da? Gleich werden sie euch noch mitschleppen. Nein, das wird nicht passieren. Ah, die springt, Idiot. Jetzt klappt damit. Lucky. Mist, beide Stecker sind jetzt leer. Müssen Strom sparen. Und, ja, irgendwie hätte ich jetzt gerne mal eine gute Attacke gegen, naja, mehrere Gegner. Die haben wir aber nicht. Weil das Spiel mir keine Attacken geben will. Oh Mann. Wird der jetzt auch mitkämpfen? Nein, oder? Das geht doch nicht! Ja, der grüne Panzer greift nur die unteren an. Ist doch auch blöd. Das ist doch alles Hühnerkacke hier. Die gehen auch nicht down. Vielleicht machen die einen Angriff nicht kontern können. Den kann ich definitiv nicht kontern. Ja, null. Nee, den kann ich nicht kontern. Den check ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was hier erwartet wird von mir. Ich greife einfach mal an. Schauen wir mal, wie es läuft. Ob es klappt. Tschüss. Der lebt noch. Damit. Schon wieder. Und dann wieder. Jetzt bin ich mal gesprungen. Aber Luigi kriegt. Guck mal, Luigi kriegt trotzdem Schaden. Also ich muss den Vogel perfekt treffen. Das ist die Anforderung. Das ist mega weird. Mega seltsam. Verstehe ich nicht ganz. Mach mal den mittleren an. Der hintere ist sowieso schon geschwächt. Ich hoffe, ich kann einfach gleich kontern. Toller Treffer. Schön. Weg mit den Viechern. Tschüss. Er lebt noch. Achso, es war der untere. Ja, klar. Klar, dass er noch lebt. Grab ihn mal an. Dann wird er mal sehen, wie er sein Leben wertschätzen sollte, statt das Leben anderer wegzunehmen. Kollege. Ja, der hat es nicht gecheckt. Und du? Du hast es auch nicht gecheckt. Aber danke für deine Schraube, du schraubenlockerer Vogel. Du auch übrigens. Ich hab A gedrückt. Ich hab A gedrückt. Da streichen wir aus dem Protokoll raus. Das war nie. Wir haben's geschafft. Yay.
Danke. Kein Problem, Bro. Oh nein, noch mehr von denen, nix wie weg. Wie viele gibt's denn von euch? Nein, oder? Wer hat da die Bombe geworfen? Luigi hat voll Angst. Ah, bemerkenswert. Meine XL-Bombe hat sich doch als nützlich erwiesen. Mit ihrem rumsgewaltigen Kabum-Faktor war sie für den Hausgebrauch minimal zu unsicher. Hallo? Er ist jetzt bemerkt? Verstehe. Mir scheint, ihr seid etwas ganz Besonderes. Danke gleichfalls. Ich der Rede wert. Und bitte nennt mich doch Dr. Wolzen. Ich bin für die Abwehr von Kanaillen jeglicher Art auf dieser Insel verantwortlich, die eigentlich eine Forschungseinrichtung war. Keine Insel, aber ich schweife ab. Vielleicht sollten wir uns lieber an meinem geeigneteren Ort unterhalten. Ich schlage vor, dass wir zu meinem Haus gehen. Lädt uns ein auf einen heißen Kaffee? Interessant. Ihr sucht also hier nach einer Prinzessin Peach? Ich müsste ihren Aufenthaltsort anhand eurer Jump-and-Run-Daten berechnen können. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass sie ganz in der Nähe ist. Vielleicht. Wahrscheinlichkeit vielleicht oder eher vielleicht nicht? Dieses von mir Peach-Paradox genannte Phänomen fluktuiert mit ihren Entscheidungen. Klingt total logisch. Außerdem wollen die kürzlich auftretenden akuten Entführungen mitbedacht werden. Diese furchtbaren Vögel. Mit ihrem Klammergriff verschleppen sie die Leute. Wir nennen sie Klammergeier. Sie sind eine veritable Plage. Deswegen lasse ich mir die ganze Zeit neue Abwehrsysteme einfallen. Ja, schön und gut, aber kannst du uns jetzt helfen? Wirklich, die Vögel sind nicht nur hier ein Problem. Dann gebietet es die Logik, dass wir ihren Ursprungsort aufspüren. Ich würde gern dabei assistieren, aber da das Land in Inseln zerfallen ist... Inselanbindung, ach so. Dafür benutzt ihr bestimmt die Connector-Stecker. Sie sind ja schwer auf Draht. Manchmal überrasche ich mich selbst. Ich helfe gern dabei, unser Land wieder in seinem vorherigen Zustand zurückzuversetzen. Nicht zuletzt, weil ich mich auf dieser Insel schon etwas eingeengt fühle. Sobald ihr die Anbindung vorgenommen habt, komme ich auf eure Insel. Aber eines nach dem anderen. Zuerst müsst ihr Prinzessin Peach finden. Oh yeah! Vielleicht ist ja oben. Am Leuchtturm. Das könnte sein. Vorsicht, Riesenvögel auf der Jagd. Ja, der Kollege hat sich gelesen. Ja, und wir auch nicht. Wir sind auch, kein Stück besser. Sieht voll aus wie die Wüstenwelt hier, aber hier ist keine Wüste. Also, vielleicht ist ja alles auf einer Wüste draufgebaut worden. Das kann natürlich sein, aber das wissen wir nicht. Und irgendwie habe ich ganz das Gefühl, wir haben irgendwo vielleicht noch ein paar Blöcke, aber nö, ich finde nichts. Wenn ich nichts finde, dann wird auch nichts sein. Außer dieser Vogel, der wird sein, denn der starrt Mario so richtig böse ins Gesicht. Habt ihr gesehen? Oh Mann, das gibt Albträume für den Mario. Oh Gott. Muss ein bisschen später springen, genau so. Genau so. Genau so. Lädt auf. Züge bis zur Aufladung 16 und 13. Boah, okay. So lange kämpfen wir ohne Stecker. Also es muss ich jetzt eine Runde verschwenden, um einen neuen Stück reinzutun. Oder ich mach's halt im Menü, aber. Nee. Im Moment nicht so. Nee, danke. Das ist echt doof. Ja komm, mach den erstmal fertig. Ich hab auf den keine Lust mehr. Ich hab genug von euch gerade gesehen. Greif mal woanders. Oh mein Gott. Mehr Boost. Und Luigi. Boah, wie schnell. Ist der zweite Angriff von ihm immer schneller? Kann das? Candace ist nicht hier. So wenig Schaden. Warum denn überhaupt? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht. Aber wenn sie eine Bombe hat, die sie werfen kann. Vielleicht können wir sie ja später, wenn wir sie auf unsere Insel eingeladen haben, von hier ausleihen. Ein Bomben-Derby? Geht der Schwachsinn wieder los? Ja, vielleicht ist die Attacke ja besser jetzt. Oh, hier ist noch ein One-Up. Solange da keine Ausrüstungsgegenstände sind, ist es nicht so schlimm, wenn ich sie nicht alle sammle. Oh, ja, schaut mal.
Prinzessin Peach. Hey. Ach, was für eine Erleichterung. Ich bin so glücklich, euch zu sehen. Oh, Peach. Und Toad. So sehr ich mich auch freue, dich zu sehen, Mario. Mir ist nicht nach Feiern zumute. Zuerst müssen wir einen Weg finden, um ins Pilzkönigreich zurückkehren zu können. Vielleicht ist es am besten, wenn wir zunächst die bisher gesammelten Infos austauschen. Ja, so ist es am besten. Also, hör mal zu. Gut zu hören, dass Glitzerstern wohl auf ist und dass ihr beide euch hier gefunden habt. Ja, ganz am Anfang. Dieser Ort heißt also Connectania. Und es handelt sich um eine völlig andere Welt als unser geliebtes Pilzkönigreich. Was für ein Unterfangen, alle Inseln anzubinden und diese Welt wiederherstellen zu wollen. Und du musst Watz sein. Frag dich, und nur zur Info, ich bin kein Schwein. Mhm. Es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Dr. Wolzen. Mein extremes Talent für das Bauen von Geräten steht euch jederzeit zu Diensten. Meine Hoheit. Und es ist mir natürlich eine Ehre, euch kennenzulernen, Madame Prinzessin Peach. Das Madame können wir weglassen, Dr. Wolzen. Gern, aber nur, wenn ihr mich weiterhin Dr. Wolzen nennt. Das ist kein Problem. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Dr. Wolzen. Wenn ich richtig verstanden habe, wartet ihr zum Leuchtturm. Er findet sich gleich voraus. Während ihr die Inselanbindung vorbereitet, bleibe ich hier und beschütze die Prinzessin. Das kriegst du hin, da kriegst du das Bomben. Na gut, was machst du hier? Schön, dich wiederzusehen, Mario! Oh, gut zu wissen, dass es Prinzessin Peach prima geht! Du hast sie auch gerade erst gefunden? Okay. Interessant. Ich hab gedacht, das wäre ein bisschen spektakulärer, ein bisschen interessanter, ein bisschen eventvoller, dass wir sie gefunden haben. Irgendwie war es einfach nur so nebenbei. Ja, wir haben Peach gefunden. Story geht weiter. What? Okay, warte, stopp. Stopp. Ich hab was übersehen. Ich hab gerade noch dran gedacht. Wo ist es denn? Hä? Wo? Hier! Oh, das ist unfair. Man spawnt da oben. Gutes Versteck, muss ich zugeben. Gutes Versteck. Aber wir haben schon wieder 64 Stück. Da lassen wir uns doch mal ein paar Effektstecker bauen, würde ich mal behaupten, oder? Was holen wir uns denn? Was wäre denn nett? Wenn der Bruder oben macht, wird automatisch ein One-Up benutzt. Das klingt schon mal nicht schlecht. Das können wir uns holen. Das mit Sirup ist auch nicht so schlecht. Das kann ich mir auch mal. Und jetzt? Immer noch nicht einen Checker noch bauen? Wir können uns aber leider keinen mehr leisten. Das ist doof. Okay. Wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit, Freunde. Und jetzt ist es erstmal soweit, diese Insel zu verlassen und die nächste Insel anzusteuern. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass das so passieren wird oder so. Ja, schätze ich mal. Okay. Atrakammer angebunden. Yeah. Das ist doch so viel Platz, wir werden noch einige Inseln finden. Obwohl gleichzeitig sieht es aus, als hätten wir schon fast die Hälfte. Weiß nicht, was davon halten soll. Vielleicht wird es auch voller. Vielleicht sind hinten so ganz viele eingequetscht. Das kann sein. Weil hier haben die so viel Abstand. Warum haben die Abstand? Könnt ihr auch alle zusammensetzen. Stellt euch vor, wir würden die Erde zusammensetzen. Das wäre schon heftig. Das wäre schon stark. Prinzessin Peach und Dr. Wolzen kamen auch zu uns nach Capitabura, stimmt's? Gehen wir zur Röhre, um sie zu begrüßen. Oh yeah! Let's go! Warum düst er so schnell? Toad, chill mal, danke. Haben wir jetzt schon die nächste Insel? Aber wir können es hier lang? Aber hier noch nicht, okay. Aber hier können wir auf jeden Fall trotzdem lang. Machen wir gleich. Ja, wir können ja trotzdem den Kurs schon mal hier hinsetzen. Wo seid ihr denn? Ah, hier. Willkommen zurück. Bitte was? Ist das denn Peach? Kommt hierher? Und das sogar schon bald? Nee, sogar schon jetzt. Na, wie sie sich freut. Oh, Prinzessin Peach, bin ich froh, dass es euch gut geht. Not bad. Ich bin ebenfalls erleichtert, dass du unversehrt bist, Glitzerstern.
Ging! Prinzessin Peach! Ach, hallo, ich hoffe, ich habe euch keine Sorgen bereitet. Wir waren schon ein wenig beunruhigt, aber nun seid ihr hier! Hallo, Leute! Hallo! Oh. Wow, ihr seid Prinzessin Peach? Hier bin ich, freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Dann will ich mich auch nochmal vernünftig vorstellen. Also, mein Name ist Glitzerstern. Ich habe Mario und Luigi schon bei früheren Abenteuern zur Seite gestanden. Aber dieses Mal helfe ich Prinzessin Peach. Schön, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Du musst Coletta sein. Bitte lass es mich wissen, wenn ich irgendwie behilflich sein kann. Ich helfe natürlich auch. Mhm. Wieso tauschen wir uns nicht gleich einmal darüber aus? Einmal da drüben drüber aus, was wir gelernt haben bisher. Ach so, bevor ich es vergesse. Ich bin Dr. Wolzen. Sehr gefreut. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich finde Dr. Wolzen Vorschlag hervorragend. Die Insel da hinten. Wir sollten einander erzählen, was wir bisher erlebt haben. In Ordnung, dann lass uns gemeinsam zum Versammlungsplatz gehen. Yeah. Hey! Ja, was gibt's? Wir haben gehört, dass ihr Infos austauschen wollt. Da machen wir mit. Mir ist doch okay, oder? Anna, wer sind denn diese kleinen Racker? Was, wir? Aha, ich hatte gehofft, dass ihr das fragen würdet. Und jetzt alle zusammen. Wir sind... Teamwork! Welch ein interessanter Name. Danke! Ich bin Danke, die Anführerin! Nein! Es ist kaum zu übersehen, welch Mut in euch schlummert. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Wow! Wahnsinn, sie ist so einzigartig, so anmutig, total krass! Sie hat Klasse und ist total liebenswert. Ich will auch so sein wie sie. Hey, wir sind nicht zum Spaß hier. Wir doch auch nicht. Nun, genau, Unterstützung gehabt, desto besser. Yippie! Da ist er ja. Teamwork, lebe hoch. Bro? Grillen zu haben jetzt? Diese Vögel, sogenannte Klammergeier, entführen also die Bewohner der Insel. Und hier werden sie versteckt und wird zum Arbeiten gezwungen. Yep, das fasst ganz gut zusammen, was dieser Steckdorf gesagt hat. Ich finde es cool, wie 3D auf einmal diese Box hier wird, diese Sprechbase. Meiner Hypothese zufolge könnte dies alles nur ein Teil eines noch schrecklicheren Plans sein. Das macht Sinn. Und Sie denken, Steckdorf oder die Ausfallbrigade haben ihn ausgeheckt? Dann müssen wir sie aufhalten. Luigi schläft schon. Ist das ein Beat? Habt ihr eine Idee? Oh, yes. Oh ja. Wieso lasse ich mich nicht entführen? Ah, vor einem Moment dachte ich echt, ihr hättet gesagt, ihr wollt euch entführen lassen. Wenn ich mich von einem Klimmergeier entführen lasse, dann können wir herausfinden, wo sie ihre Opfer hinbringen. Was? Mario guckt. Nicht so schnell, das klingt ja wohl obergefährlich. Ich schlage also eine verdeckte Ermittlung vor. Eine brillante Idee. Jetzt kann ich nicht fassen. Damit hätten wir direkt eine Freiwillige für ein solches Vorhaben. Meldet sich noch jemand? Aber die Freiwilligen müssten gewährleisten, sich aus eigener Kraft wieder befreien zu können. Hegen sie daran auch nur den geringsten Zweifel, kommen sie kategorisch nicht in Frage. Ich habe schon die ein oder andere Gefahr gemeistert und habe Vertrauen in mich selbst. Außerdem mache ich mich nicht vor Bausern fühlen. Das ist was ganz anderes. Sollte dennoch etwas schief gehen, dann weiß ich, dass mir ein jeder hier zur Hilfe eilen wird. Mhm, werde ich. Oh nein, lass mich lieber gehen! So weit kommt's noch. Wenn hier jemand geht, soll das Team wirklich Chefin sein, also ich. Hallo, ich führe ja wohl das Team an. Ich gehe, ich melde mich freiwillig. Sollte ich mich jetzt auch melden? Ich stelle mich ebenfalls als Kandidatin auf. Praxisnahe Forschung liegt mir sehr am Herzen. Genug davon! Ich melde mich auch schon! Ich! Ich? Ich! Nix da, ich! Nein, ich! Ich doch, ich! Oh, jetzt check ich, worum es geht. Luigi? Du wirst an unserer Stelle gehen? Hä? Ich habe mir einfach nur so gemeldet, ich habe nicht zugehört. Luigi, hast du nicht gerade nach Tiefenfest gegrunzt? Nein, ich hab alles gehört, klar. Ich finde deinen Verstoß bemerkenswert, Luigi.
Von meiner Seite aus gibt es keinerlei Einwände. Du kannst das entführte Opfer spielen. Wenn es gefährlich wird, kämpfst du dich frei. Was? Luigi, warum meldest du dich auch? Ich bin dafür. Aber wenn Luigi sich entführen ließe, wärst du dich allein gestellt, Mario. Ohne ein Partner wären die Kämpfe deutlich schwieriger. Sieh mal alle Faktoren und Variablen ein, frage ich mich, wer für geeigneter ist. Prinzessin Peach? Oder Luigi? Ich würde sagen Peach, ich will nicht mit Luigi einzeln leveln. Ich verreiß mal ein wenig Bedenkzeit. So eine Entscheidung will gut überlegt sein. Dem stimme ich zu. Dann haben die Leute auch mehr Zeit, zweimal ein Like da zu lassen auf zwei verschiedenen Videos. Also lasst ihr es mich bitte wissen, wenn ihr jemanden ausgewählt habt, Mario. Mhm. Wir haben null Ahnung, was uns erwartet, also macht euch aufs Allerschlimmste gefasst. Oh, am besten stellt ihr auch reichlich Effektchecker her. Man weiß ja nie. Auf den Inseln, die wir schon angebunden haben, gibt es sie deutlicher dafür. Sowohl der Solitia als auch Atrakama scheint eine gute Wahl zu sein. Oh, yeah. Sind ja zu viele Charaktere, so viele Stimmen. Dr. Wolzen. Könnte ich vielleicht gleich noch etwas mit Ihnen bereden? Bitte? Aber natürlich habe ich Zeit für dich, Coletta. Schön. Ich brauche erstmal Zeit für mich. Ein Riff gesichtet, warte, das ist wichtiger. Hold on. Wait a minute. Hm? Hallo, Entschuldigung, einen Augenblick bitte. Was willst du denn jetzt? Ich bin's, der mit den guten Ratschlägen. Ich war auf den verbundenen Inseln und habe mich zu den Effektschlagern kundig gemacht. Dabei fand ich heraus, dass sie besondere Effekte haben, wenn man sie richtig kombiniert. Was ist Synergy oder was? Ich weiß eine Menge über das Thema, aber das bereden wir besser an unserem üblichen Platz. Egal wie schlimm die Lage ist, dort sind wir eigentlich immer zu finden. Muss ich... Lass mich bitte schnell... Nein, das Riff! Nein! Schnell! Nein, nein! Nein! Du schuldest mir einen Riff. Hast du verstanden? Wo ist der Kerl? Ich mach ihn zu Sau. Wo ist er? Da ist er. Du Idiot! Bäm, auf den Kopf! Ah! Oh, ihr seid, danke fürs Vorbeischauen. Dann wollen wir mal mit den Effektschöckern loslegen. Nein! Bestimmte Kombinationen von Schöckern haben ganz besondere Effekte zur Folge. Ich habe extra ein paar Gnombas engagiert, um diese Effekte auszuprobieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich loslegen. Gnombas? Der Test beginnt, viel Spaß! Was für Gnombas? Das sind Gumbas aus dieser Zeit? Okay, aus dieser Welt? Nun hätte ich gerne, dass die Effektstärker Kugelhagler und Explodierer kombiniert. Der Explodierer sorgt nämlich dafür, dass die Wirkung des Kugelhaglers verstärkt wird, indem gleich eine ganze Ladung Eisenkugeln auf die Gegner herabregnen. Am schlauesten ist es wohl, den Knomba in der Mitte anzuvisieren. Bleibt ruhig ein bisschen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch einfach... Ja, könnt einfach abhauen. 99. Okay, dann spring ich mal... Ich weiß nicht, ist der da der mittlere? Nee, ist er nicht. Der hintere war der mittlere. Egal. Explodierer und Kugelhagler. Verstehe. Ja, mächtige Kombis sind verfügbar. Es gibt viele verschiedene Kombi, also übt schön. Probiert schön aus. Alles klar. Okay, hab's verstanden. Danke, Knombas, dass ich euch mal kurz auf den Kopf springen durfte. Und ein paar ja, Morgensterne auf euch fallen lassen durfte. Oder so, generell so Stachelkugeln. Alright. Na, wie findet ihr die ganz spezielle Effekte dieser Steckerkombination? Na, komm, sei leise. Versucht so viele Stecker wie möglich zu sammeln. Komm jetzt da vorbei. Es geht auf eine neue Kombination. Wie jetzt? Warte, wie meintest du das? Es lohnt sich, auszuprobieren. Okay. Hat aber nur eine zu erzählen. Vielleicht haben wir noch keine weiteren. Das kann sein. Bohnen sind mein Spezialgebiet. Habt ihr Bohnen? Bekommt man eine Bohne, sollte man sie gleich verspeisen. Denn sie sind so gut für dich. Ich wüsste auch keinen Grund, sie aufzuheben. Taufrisch schmecken Bohnen eben am besten. Stärken, stärken? Schwächen, ausgleichen? Mit Bohnen ist alles möglich. Stimmt, wir müssen noch eine haben. Schauen wir mal. Ja, eine Abwehrbohne. Ich wollte sie sowieso Mario geben. Ich habe außerdem zweimal A gedrückt. Whoopsies. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir genug Spaß gehabt.
Vielleicht werde ich heiser, wenn das so weitergeht. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Hoffentlich nicht, weil... Sonst werde ich noch was verpassen. Und das wäre ziemlich doof. Das Einzige, was ich noch nachschauen könnte, ist... Hoi! Ob Fabrizio noch was Neues hat. Aber vermutlich nicht. Na gut. Das war's. Omo. Omo. Thank you.